Damit komme ich auch schon zu unserem ersten Highlight der Tagung, nämlich unserer diesjährigen Keynote zum Thema Innovation im Krisenmodus. Spannender Untertitel, wie Covid-19 die Lehre an Hochschulen verbessern kann, aber nicht muss, und was Lehrende und Hochschulleitungen tun können, um dies zu unterstützen. Ich denke, das ist die Kardinalfrage, mit der wir uns heute den ganzen Tag beschäftigen werden. Insofern bin ich schon sehr gespannt auf diesen Impuls. Ich bin sehr glücklich, dass wir eine sehr spannende Expertin zu diesem Thema in Form der Antonia Scholkmann für diesen Beitrag gewinnen konnten. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Antonia Scholkmann ist Professorin im Bereich Learning und Innovative Change am Department for Culture and Learning der Universität Aalborg in Dänemark. Sie ist darüber hinaus auch als Organisationsentwicklerin für Hochschulen unterwegs. Und ein besonderes Forschungsinteresse zusätzlich zu Change an Hochschulen und Change Management ist auch das für uns an der FH St. Pölten ja sehr wesentliche Konzept von Problem-Based Learning. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da auch darum, das Konzept von Problem-Based Learning auch im Sinne von lernender Organisation und Change Management in Hochschulen einzusetzen. Ich bin mir sicher, da wird Antonia Scholkmann auch einleitend vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen. Ja, ich freue mich schon sehr auf den Beitrag und mag uns insofern jetzt auch nicht mehr länger als notwendig auf die Folter spannen. Ja, ich darf Frau Professor Scholkmann ganz herzlich bitten, Ihre Überlegungen zu unserem Tagungsthema mit uns zu teilen. Bitte schön, Frau Professor. Danke, Herr Dr. Weißenböck. Danke, liebes Team der FH St. Pölten, für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls sehr, heute hier dabei zu sein und Ihnen ja meine Überlegungen oder einige Überlegungen zu einem Thema zu präsentieren, das, glaube ich, uns allen wirklich sehr am Herzen liegt, nämlich wie wir die Learnings aus der Corona-Krise für uns selbst und für unsere Hochschulen verstetigen können. Ja, wie gesagt, ich bin begeistert, heute hier dabei zu sein, wenn auch in diesem ungewöhnlichen oder mittlerweile gar nicht mehr so ungewöhnlichen Modus einer Videopräsentation. Ich melde mich tatsächlich aus Aalborg im schönen Dänemark und habe Ihnen hier im Hintergrund auf der Titelfolie ein Bild unseres sehr skandinavischen Campus mitgebracht. Das Thema Innovation im Krisenmodus, wie Covid-19 die Lehre an Hochschulen verbessern kann, aber nicht muss, und was Lehrende und Hochschulleitungen tun können, um dies zu unterstützen, beschäftigt uns, glaube ich, alle. Und ich möchte gerne in den nächsten 40, 45 Minuten und in der anschließenden Diskussion mit Ihnen dazu anregen, über ja, Möglichkeiten nachzudenken, wie ein Zugang zur Verstetigung oder zur Sicherung des Gelerntens, der Learnings aussehen kann. Ich finde, die Grußworte, die wir gerade gehört haben, passen fantastisch zu dieser Frage, denn wir wissen eigentlich gut, dass ja, Erfahrung oder Lernen eigentlich bedeutet, dass wir über Erfahrungen reflektieren müssen, und darum wird es letztendlich auch in dieser Keynote gehen. Die vorgesehene Agenda sieht folgendermaßen aus. Ich möchte kurz umreißen, warum die Corona-Krise für die Digitalisierung der Hochschullehre oder die digitale unterstützte Hochschullehre so ein Schlüsselmoment ist. Denn die These liegt nahe zu sagen, die Hochschulbildung war schon vor Corona in der digitalen Krise. Und eine krisenhafte Situation wie Corona hat bestimmte Entwicklungsbedarfe wie unter einem Brennglas hervorgehoben. Die Corona-Krise ist für die Hochschullehre ein Akzelerator, ein Beschleuniger und eine Gefahr gleichermaßen. Und ich werde das auch in meinem Input ausführen.
Und dann kommen wir natürlich zum Kern der Frage, nämlich wie können Hochschulen sicherstellen, dass die bisher gemachten Erfahrungen nachhaltig verankert werden. Ich werde meinen Input schließen mit einem blitzlichthaften Eingehen auf drei weitere Aspekte, die meines Erachtens wirklich wichtig und bedeutend sind, wenn es darum geht, langfristige Learnings aus der Corona-Situation zu ziehen, nämlich der Fokus auf Lehre als Gemeinschaftsaufgabe, die Notwendigkeit, lokale Anpassungen und lokale Lösungen zu finden, sowie eine These, die ich hier zum ersten Mal testen werde, nämlich, dass wir eigentlich eine Innovation der Prozesse brauchen. Ich werde später ausführen, was damit gemeint ist. Meine Ausführungen basieren zum einen natürlich auf meinem Hintergrund als Hochschulforscherin und Hochschuldidaktikerin, auch ein bisschen auf meiner ursprünglichen Qualifikation als Psychologin. Aber ich werde auch versuchen oder werde in diesen Input durchaus auch Aspekte meiner eigenen Erfahrungen in den Monaten seit März dieses Jahres einfließen lassen. Insbesondere an der Universität Aalborg, wo wir, ähnlich wie Sie in St. Pölten, problembasiertes Lernen als dominantes Prinzip leben. Und das hat meines Erachtens sich als ein außerordentlich spannender und ja, eigentlich die Nachhaltigkeit befördernder Faktor im Gesamtgeschehen der Lehre unter Corona erwiesen. Nun hat der Kollege Dr. Weißenböck gesagt, ich möge vielleicht gerne noch was zu meinem Hintergrund in der PBL-Forschung sagen. Ja, ich beschäftige mich seit mittlerweile fast 10 Jahren mit problembasiertem Lernen. Und eins meiner großen Anliegen ist, problembasiertes Lernen als ein Template zu erforschen, das Organizational Change oder Change in der Lehre ermöglicht. Nicht so sehr als Change-Didaktik, sondern mehr die Implementierung von PBL ist meines Erachtens ein großer oder ein paradigmatischer Anlass, um zu sehen, wie Veränderung in der Lehre geschehen kann. Und das fließt natürlich auch ein bisschen in diesen Input ein. So, genug der Vorrede. Wir starten mit der schon angekündigten These, dass die Hochschulen oder die Hochschullehre schon vor Corona in der digitalen Krise waren. Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt oder nicht zu weit gegriffen, wenn wir sagen, dass die digitale Revolution von Hochschulen nur teilweise umarmt wurde. An vielen Stellen sehen wir oder sahen wir bis zum Anfang des Jahres eine eher kritische oder zumindest eine zurückhaltende Haltung. Teilweise schlicht, weil nicht die Notwendigkeit bestand, teilweise aber auch, weil Sorge und Unsicherheit in Bezug auf dieses neue Lehr- und Lernformat an vielen Stellen dominierend war. E-Learning wurde an vielen Stellen eher als Einzelinitiative begeisterter Lehrender betrieben, denn als gemeinsames Unterfangen. Und gleichzeitig hat sich in den letzten, in der letzten Dekade spätestens die Konkurrenz durch höher digitalisierte, flexibilisierte und flexiblere und innovative Angebote wie MOOCs oder private Anbieter und Studienangebote in direkter Partnerschaft mit Unternehmen einfach extrem verstärkt. Das wirkt oder wirkte und wirkt nach wie vor krisenhaft auf die Selbstverständnisse der Hochschulbildung. Die Frage, was ist Hochschulbildung eigentlich? Für wen machen wir Hochschulbildung? Welchen Zweck betreiben wir durch Hochschulbildung? Lag eigentlich schon in den letzten 10, 20 Jahren an vielen Stellen wie ein Teppich unter der Diskussion um Digitalisierung. Und dann kam Corona. Und Corona hat meines Erachtens gewirkt wie ein Brennglas oder wirkt wie ein Brennglas und hebt Entwicklungsbedarfe oder Entwicklungsfelder der Hochschulbildung
wie eben unter einem Vergrößerungsglas hervor und fordert uns in gewisser Weise dazu auf, uns diese Entwicklungsbedarfe näher anzugucken. Man kann es eigentlich auf vier Bereiche herunterbrechen und sagen, wir sehen Herausforderungen durch dieses Brennglas in mindestens vier Bereichen. Nämlich die technologische Infrastruktur, die in vielen der Diskussionen rund um die Corona-Lehre nun sehr, sehr dominant im Vordergrund stand. Wir sehen Herausforderungen in Bezug auf digitale Didaktik und alles, was die Gestaltung des Lehrens und Lernens und des Lehr- und Lernprozesse in der digitalen Sphäre betrifft. Wir sehen aber auch Herausforderungen in Bezug auf Organisation und Kooperation von und in der Lehre. Wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Wie organisieren und kooperieren wir? Wie organisieren wir uns und wie kooperieren wir, wenn es um die Bereitstellung hochwertiger und zukunftsweisender Lernangebote geht? Und wie auf der zurückliegenden Folie bereits gezeigt. Die Herausforderung liegt durchaus auch in der Frage, welches Bildungsverständnis und Bildungsselbstverständnis liegt eigentlich dem Lehren und Lernen an Hochschulen zugrunde. Nun ist es ja so, dass Corona und das Brennglas, das Corona über uns unser Tun als Hochschullehrende legt, an vielen Orten als krisenhaftes bzw. sogar katastrophales Ereignis bezeichnet wird. Und tatsächlich, wenn man ein bisschen in die Literatur zu Krisen und die Krisenforschung guckt, dann muss man sagen, ja, das stimmt ganz eindeutig. Denn Corona kam unvorhergesehen und überraschend. Die Situation durch Corona war und ist nach wie vor chaotisch. Das bedeutet in der offiziellen Definition der Krisenforschung, sie ist nicht mit etablierten Vorgehensweisen standardmäßig zu bewältigen. Natürlich kann man auf etablierte Lösungen zurückgreifen, aber es gibt nicht die Standardprozedur, sondern es müssen ad hoc Lösungen immer wieder neu entwickelt werden. Corona ist für die Lehre auch disruptiv. Es stellt Gewohntes radikal in Frage. Und sozusagen im Definitorischen gesprochen, der Katastrophenaspekt oder warum Corona eigentlich in die Kategorie Katastrophe fällt. Corona und die Auswirkungen sind nicht auf eine einzelne Institution, nicht auf eine einzelne Hochschule begrenzt, sondern sie sind weitreichend und durchziehen die Gesellschaft beziehungsweise wirken sich eben gesamtgesellschaftlich und auch global aus. Warum führe ich das nochmal aus? Ich führe das aus, weil ich glaube, es ist wichtig, dass uns allen klar ist, das, was in den letzten Monaten geschehen ist und was wir alle geleistet haben und ich bin der Meinung, wir haben alle wirklich hart gearbeitet und Großes geleistet, um gute Lehre unter Corona sicherzustellen. Aber wir haben etwas gemacht, was als Emergency Remote Teaching bezeichnet werden muss. Wir haben im Krisenmodus unter chaotischen und disruptiven Bedingungen versucht, das Bestmögliche zu leisten. Das ist weit entfernt von einer systematischen digitalen Innovation und Transformation in der Hochschullehre. Nichtsdestotrotz bieten Krisen eine Chance, digitale Innovation und Transformation herbeizuführen. Wieder auf die Krisenliteratur und die Krisenforschung geschaut. Es lässt sich gut zeigen, dass krisenhafte Situationen oft als Inkubatoren und Akzelerationen von Innovation gelten. Und das Spannende ist, dass in der Hochschullehre bereits vor Corona die Digitalisierung als eine Antwort auf krisenhafte Zustände in der Hochschulbildung
betrachtet wurde. Insofern, ja, wir können hohe Erwartungen haben, dass die unter Corona gemachten Erfahrungen langfristig positiven Einfluss auf die digital unterstützte Lehre haben werden. Allerdings sind dies im Moment vor allen Dingen Hoffnungen, die zum Ausdruck kommen. Die Situation ist schlicht zu frisch, als dass wir gesicherte Daten hätten, inwieweit die Innovationen im Krisenmodus zu langfristiger Entwicklung beitragen. Das werden wir erst im Lauf der nächsten Monate und vermutlich auch erst im Lauf der nächsten Jahre und Jahrzehnte empirisch erforschen können. Krisen haben etwas an sich, was in der Fachliteratur als hochkontingent bezeichnet wird. Das heißt, die Bewältigung einer Krise hängt von einer Vielzahl von lokalen und nur sehr schwer voraussagbaren Faktoren ab. Insofern, die Corona-Situation kann als Akzelerator der Innovation und der digitalen Transformation in der Hochschullehre wirken. Sie muss es aber nicht. Eine besondere Gefahr im Hochschulbereich und in der Hochschullehre liegt zudem darin, dass wir, und ich hoffe, es bin nicht nur ich, die diese Erfahrung in den letzten Monaten gemacht hat, wir sehen eine Vielzahl von wahnsinnig unterschiedlichen Lösungen und Ansätzen. Wir stehen im Moment vor einem Flickenteppich, aber vor einer Sammlung von unglaublich spannenden, interessanten, manchmal auch einfach nur soliden, aber dennoch guten Lösungen, die allesamt relevant zu sein scheinen. Was mich persönlich betrifft, führt das oft zu Verwirrung, Müdigkeit und manchmal auch Rückzug, dass ich schlicht denke, das ist so verwirrend, ich möchte mich damit nicht beschäftigen müssen. Wenn man dann sich doch damit beschäftigt, weil das tun wir natürlich, weil wir suchen alle nach Inspirationen und Lösungen, kommt es schnell zu dem Punkt, dass man denkt, ja, hier hat jemand was Interessantes gemacht, aber es scheint mir dann doch nicht ganz passend für meinen Kontext, für mein Fach, für meine Lernziele und so weiter. Warum ist das so gefährlich? Das ist speziell im Hochschulkontext und im Bereich der Hochschullehre gefährlich, weil, und hier jetzt ein bisschen hineingesprungen in die Organisationsforschung zu Hochschulen, das Phänomen, es gibt zwei Phänomene, die hier sozusagen kontraproduktiv wirken, nämlich das Phänomen der losen Koppelungen und die Tradition der Expertenorganisation. Das Phänomen der losen Kopplungen bedeutet, dass Hochschulen qua ihrer Verfasstheit so aufgestellt sind, dass einzelne Funktionsbereiche, hier gemeint als Fakultäten, Studiengänge, Fachbereiche und so weiter, nicht funktional zur Zusammenarbeit gezwungen sind. Es gibt keine, in dem Sinne, Produktionskette, dass man sich aufeinander beziehen müsste. Das führt zu einer Tendenz der Insellösungen und zu einer Tendenz, diese Insellösungen auch abzukapseln und eher zu sagen, ja, im Fachbereich XY wird das so gemacht, das hat aber nichts mit uns zu tun. Und das führt, das ist einerseits ein Überlebensmechanismus der Organisation, nämlich, dass man nicht so stark voneinander abhängig ist. Das heißt, wenn es einem Teil schlecht geht, dann geht es nicht allen schlecht. Es führt aber dazu, dass wir eben mit diesem Patchwork zu tun haben, der uns in Verwirrung und dann auch Rückzugsgefühle drängt. Ein zweites Phänomen, die Expertenorganisation ist, und das hat Ada Pellert sehr schön ausgearbeitet, das Phänomen, dass wir als Fachexpertinnen und Fachexperten eine Tendenz haben, uns eher außerhalb unserer Hochschule zu vernetzen, nämlich mit fachlich relevanten Kolleginnen und Kollegen. Das spielt in die gleiche Richtung wie die lose Kopplung, nämlich, dass wir eher sozusagen nicht gemeinsam überlegen in einer Hochschule, wo geht's hin, sondern in unseren fachlichen Zirkeln oder Ähnlichem. Die Gefahr, die für Hochschulen und für die Hochschullehre hier besteht, ist, dass wir aus der
Corona-Situation hervorgehen können, möglicherweise hervorgehen werden, mit einem weiter wie bisher oder zurück zum Old or New Normal. Und dass wir eigentlich hohe Prozess- und Wissensverluste in Kauf nehmen, wenn es uns nicht gelingt, diese vielen Lösungen, diese vielen guten Ideen irgendwie zusammenzubringen, zu synthetisieren und daraus etwas Neues und Weiterführendes zu machen. Ja, das bringt mich zur spannenden Frage oder bringt uns zu der spannenden Frage, wie machen wir es denn, wenn doch die Tendenz des Systems Hochschule eher dahin geht, sich voneinander fernzuhalten. Ich hole nun ein bisschen aus, indem ich ein Konzept vorstelle, was zunächst vielleicht sich nicht sofort erschließt, warum es so ein wichtiges Konzept oder ein wirklich brauchbares Konzept ist, nämlich das Konzept der organisationalen Resilienz. Organisationale Resilienz meint die Widerstandsfähigkeit eines Systems und die Strategien, die ein System einsetzen kann, um sich gegen unerwartete Ereignisse und Krisen immun zu machen und diese zu überleben. Oder, wie es im hier dargestellten Zitat heißt, to cope effectively with unexpected events, bounce back from crisis and even foster future success. Resilienz kommt ursprünglich, als Konzept kommt ursprünglich aus der Medizin und der Psychologie, also mit einer Perspektive auf das Individuum und die Frage, wie Individuen, wie der individuelle Körper und die individuelle Psyche krisenhafte Ereignisse, also eine Krankheit oder eine psychologische Krise, verarbeitet und sozusagen gestärkt daraus hervorgeht. Auf Organisationen wurde Resilienz übertragen im Zuge der Forschung zu Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen und auch Krankheitsausbrüchen, zum Beispiel die Ebola-Ausbrüche wurden mit dem Konzept der organisationalen Resilienz untersucht. Und auch in der Hochschulbildung und in der Hochschulforschung wurde organisationale Resilienz bereits als Untersuchungskonzept eingesetzt. Aber bisher vor allem, wenn es um wirtschaftliche Krisen bzw. Fragen der versiegenden Bildungsfinanzierung geht. Das wurde hauptsächlich in den USA stark beforscht, wo Hochschulen, Colleges und so weiter ja sehr, sehr stark von dem Wirtschaftssystem sehr stark unterworfenen Finanzierung abhängen. So. Organisationale Resilienz arbeitet in der Forschung oder Resilienzforschung arbeitet mit einem Unterkonzept, nämlich dem der Resilienzfaktoren. Das sind die Summe der Eigenschaften, die in einer krisenhaften Situation Anpassung und Entwicklung begünstigen. Die traditionelle Resilienzforschung hat immer versucht, zum Beispiel in Bezug auf Organisationen, generelle Resilienzfaktoren zu isolieren. Und das geschieht, indem man sich anguckt, wie ein Unternehmen eine Krise überstanden hat. Und dann guckt man, ja, was hat euch denn geholfen? Und dann versucht man, das irgendwie zusammenzuschreiben. Und es führt dazu, dass insbesondere im Bereich der organisationalen Resilienz man tausende von Resilienzfaktoren isoliert hat, ohne je wirklich sagen zu können, diese drei Dinge führen jetzt dazu, dass eine Organisation eine krisenhafte Situation gut überlebt. Denn, wie wir uns erinnern, Krisen sind hochkontingent. Ihre Bewältigung hängt von sehr, sehr spezifischen lokalen Gegebenheiten ab. Und deshalb ist es nicht zielführend zu versuchen, irgendwie ein spezifisches Set von Resilienzfaktoren zu isolieren. Die neuere und neueste Resilienzforschung hat nun, und da wird es spannend für die Hochschullehre und die Learnings aus der Corona-Krise, hat nun erkannt, dass Resilienz sehr viel damit zu tun hat, dass die Widerstandsfähigkeit in einer Krise sich in mehreren Phasen entwickelt. Und dass Organisationen in diesen verschiedenen Phasen des krisenhaften Geschehens
unterschiedliche Resilienzfaktoren und Strategien zum Einsatz bringen. Die Organisationsforscherin Stefanie Ducek hat das in einem brandaktuellen Artikel in ein Modell gefasst. Und dieses Modell passt so unglaublich gut auf die Corona-Situation und die Hochschullehre, dass ich mir nicht verkneifen kann, Ihnen dieses Modell kurz nahezubringen in einer modifizierten Form. Ich habe mir die Freiheit genommen, es aus dem englischen Original zu übersetzen und etwas zu vereinfachen, um die Verwendung hier ganz gut greifbar zu machen. So, das Modell nach Ducek geht davon aus, dass das unerwartete Ereignis, die Krise, sich in mindestens heuristisch gesehen drei Phasen einteilt, nämlich das Vor, das Während und das Nach der Krise. Und Organisationen oder die organisationale Resilienz manifestiert sich in diesen drei Phasen ja in unterschiedlichen Herausforderungen und Umgehensweisen. Vor der Krise ist die sogenannte Erwartungsphase oder Anticipation. Und in dieser Phase geht es darum, eine zunächst nicht krisenhafte Situation zu beobachten und potenzielle Herausforderungen, die krisenhaft werden können, aber nicht müssen, zu identifizieren. Es ist so gesehen eine Vorbereitungsphase für mögliche Handlungen in der Krise sozusagen in dieser Phase weiß man noch nicht wirklich, ob eine Krise eintreten wird, aber es gibt bestimmte Vorbereitungen, die sich später als hilfreich erweisen können. Es gibt dann die Phase während der Krise, in der das Umgehen oder Coping mit der Krise im Vordergrund steht. Hier geht es darum, die Situation als gegeben zu akzeptieren und konkrete Lösungen zu entwickeln und möglichst schnell umzusetzen. Nach der Krise schließlich kommt die sogenannte Anpassungsphase oder Accommodation. Und diese ist eigentlich, wie eigentlich logisch ist, eine Art Auswertungsphase. Es geht darum, zu reflektieren und zu lernen und die gemachten Erfahrungen durch Reflexion in dauerhafte Veränderung zu überführen. Die verschiedenen Phasen sind auch verbunden mit Bedingungen, die mehr oder weniger vorhanden sein müssen, damit überhaupt etwas geschehen kann, nämlich um überhaupt Handlungen vorzubereiten, braucht man gewisse Ressourcen, kognitive Ressourcen, man muss aber auch über Mittel verfügen, zum Beispiel Technologien anzuschaffen oder Ähnliches. Diese Ressourcen wirken sich dann übrigens auch in den anderen Phasen aus, denn Geld und gute Ideen brauchen wir immer. Insofern ist Vorhandensein von Ressourcen etwas, was sich durch das gesamte Geschehen hier zieht. In der Coping-Phase, das finde ich einen außerordentlich spannenden Aspekt, spielen soziale Ressourcen eine große Rolle. Wie gut sind wir miteinander in Kontakt? Wie gut sind wir miteinander verknüpft? Denn, wie zuvor ausgeführt, die Krise ist ein chaotisches Ereignis und das schnelle Umsetzen von Lösungen steht und fällt damit, dass wir über Beziehungen miteinander verfügen, die es möglich machen, eben schnell und vielleicht auch ein Stück weit unformell zu Lösungen, zur Umsetzung dieser Lösungen zu kommen. In der Anpassungsphase schließlich spielen Einfluss und Verantwortung und damit ein Stück weit Führungsverhalten eine ganz starke Rolle, denn wir sprechen hier über Organisationen, die Verantwortlichkeit und der Einfluss darauf, dass reflektiert wird und dass Veränderungen dauerhaft implementiert werden, müssen entschieden und herbeigeführt werden. Insofern gibt es eben hier diese Bedingungen des Einflusses und der Verantwortung. Ein letzter Punkt, dann schließe ich mit dieser verschlankten Version dieses Modells, nämlich der ganze Prozess des Umgehens mit der Krise, der eben zu Resilienz, das heißt zu Überlebensfähigkeit führt,
führt dazu, dass Wissen aufgebaut wird, welches dann in einer weiteren Krise oder in einer Fortsetzung der Krise, wie wir sie vielleicht auch gerade sich anbahnend erleben, eben zur Verfügung steht und den nächsten Zyklus der Anpassung an die Krise informiert und ebenfalls als Ressource zur Verfügung steht. So, das ist die abstrakte Version und ich möchte jetzt die Zeit nutzen, das für Sie ein bisschen konkreter zu machen. Nämlich, indem wir uns nochmal die drei Phasen angucken und die dann doch wieder sich zeigenden Resilienzfaktoren, die aber hier eher im Sinne von Kompetenzen zu verstehen sind. Also von Dispositionen oder Handlungsbereitschaften im System, die eben dann im Weiteren sich als hilfreich erweisen. Also, Resilienzfaktoren in der Erwartungsphase. Es geht darum, sich vorzubereiten, um in einer unerwarteten Situation proaktiv handeln zu können. Der Übersichtsartikel und das Modell von Frau Duschek brechen das letztlich herunter auf drei, bricht das letztendlich herunter auf drei Kompetenzen, die hier wichtig sind, dass im System vorhanden sind, nämlich die Kompetenz, die Umwelt im Hinblick auf potenzielle Veränderungen zu beobachten, die Fähigkeit, kritische Veränderungen frühzeitig zu erkennen und die Fähigkeit, tatsächlich Vorbereitungen für unvorhergesehene Veränderungen zu treffen. Wenn wir uns jetzt mal sozusagen Feld, Wald und Wiesen empirisch angucken, was wir tatsächlich gesehen haben, oder das bin jetzt vor allen Dingen ich, ne, was ich gesehen habe, welche Corona-Resilienzfaktoren für die Lehre sich abgezeichnet haben in den letzten 10 Monaten, dann müssen wir ganz klar sagen, eine bereits vorhandene technologische Infrastruktur hat sich als ein Riesenresilienzfaktor erwiesen. Ich glaube, es bin wieder nur nicht nur ich, sondern viele, die jetzt hier zuhören, waren wir nicht alle unglaublich froh über vielleicht ein Learning-Management-System, was es schon gab, was bisher nicht besonders stark genutzt wurde, aber es gab wenigstens ein Learning-Management-System. Viele Lehrerinnen und Lehrer an Schulen hatten das Problem, dass es schlicht überhaupt keine technologische Infrastruktur gab. Insofern, bereits vorhandene technologische Infrastruktur, wie auch immer, es war meiner Meinung nach in der aktuellen Krise ein sehr, sehr großer Resilienzfaktor. Eine etablierte Kultur der kollegialen Unterstützung und vielleicht sogar der kollaborativen Lehrplanung war zumindest in meiner Erfahrung ebenfalls ein großer, großer Resilienzfaktor. Nun bin ich seit 2,5 Jahren an einer Hochschule, die diesen Aspekt sehr stark lebt. Unsere Lehre findet kollaborativ statt. Niemand hat eine Lehrveranstaltung komplett für sich. Wir sind gezwungen und es gibt eine etablierte Kultur des gemeinsam über Lehre Redens. Und das war in dem auch in Dänemark stattgefundenen Ad-Hoc-Umstellungsmodus eine sehr, sehr große Ressource, dass wir bereits offene Kommunikationskanäle miteinander hatten. Ein dritter Resilienzfaktor, den ich noch hervorheben möchte, ich glaube, dass an vielen Orten die Digital Changemakers eine ganz große Rolle gespielt haben, also Individuen oder kleine Gruppen von Lehrenden mit Vorerfahrungen oder individuellen Entwicklungsprojekten im Bereich digital unterstützter Lehre. Die Enthusiastinnen und Enthusiasten, die schon vorher mit hybriden Lernformaten experimentiert hatten und so weiter. Das war im Sinne dieses organisationalen Vorwissens eine Ressource, auf die, ja, glaube ich, an vielen Orten dankbar zurückgegriffen wurde. Ich möchte hier einen kleinen Exkurs machen und auf einen weiteren Resilienzfaktor eingehen, den ich tatsächlich an der Universität Aalborg sehr, sehr stark erlebt habe. Und vielleicht gibt es ja Kolleginnen und Kollegen von der FH St. Pölten, die das ähnlich erlebt haben. Nämlich ein gemeinsames didaktisches Konzept als
möglicher organisationaler Resilienzfaktor. Wie bereits erzählt, problembasiertes Lernen ist hier an der Aalborg University das gemeinsame und übergeordnete didaktische Konzept für die gesamte Institution. Und es gibt die hier oben rechts eingeblendeten 6 PBL-Prinzipien der Aalborg University. Und als die Umstellung auf Emergency Remote Teaching passierte, und wir haben hier in Aalborg tatsächlich im laufenden Betrieb, das heißt ohne Vorlauf, umgestellt, da war relativ schnell klar, auch tatsächlich von der zentralen und dezentralen Führungsebene kommuniziert, das Wichtigste ist, dass wir sicherstellen, dass wir diese 6 Prinzipien weiter beibehalten können. Warum ist das so ein, oder warum denke ich, dass das ein wahnsinniger Resilienzfaktor war? Diese 6 Prinzipien, auch wenn sie teilweise ein bisschen abstrakt klingen, aber es gibt eine Kultur des über diese Prinzipien Redens und wir wissen sozusagen vor Ort, wie sie gemeint sind. Aber diese Prinzipien waren handlungsleitend oder sind handlungsleitend, wenn es um Entscheidungen geht, wenn es darum geht, welche zusätzliche Technologie wird angeschafft, welche didaktischen Variationen sind sinnvoll oder nicht sinnvoll, aber auch durchaus im Zusammenarbeit, im Selbstverständnis war und ist das in meiner Erfahrung hier in Aalborg eine sehr, sehr große zusätzliche Ressource, dass wir eben wie eine gemeinsame Folie haben und ein gemeinsames Verständnis, dass es um diese 6 Prinzipien geht und dass wir alles, was wir im Emergency Remote Digitalisierungsmodus tun, an diesen Prinzipien ausrichten. Weitergesprungen, Resilienzfaktoren in der Coping-Phase. Kurz wieder zurück zu unserem abstrakten Modell. In der Coping-Phase geht es um die Entwicklung und Umsetzung von wirklich konkreten Lösungen, schnelle Lösungen. Die Kompetenzen dahinter sind vor allen Dingen die Situation zu akzeptieren als solche und die sogenannte organisationale Verleugnung zu überwinden. Organisationale Verleugnung ist ein Phänomen, das wir eigentlich aus allen möglichen Systemen kennen, nämlich dass, wenn eine Krise eintritt, man eine Tendenz hat, erstmal an Gewohntem festzuhalten, weil es Sicherheit gibt. Die Krisenforschung zeigt aber, dass es so die Anpassung eigentlich schlau ist, möglichst schnell die gewohnten Pfade zu verlassen und neue Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Denn die Krise stellt ja das Gewohnte in Frage und insofern ist es eine dysfunktionale Strategie, zu sagen, wir halten jetzt möglichst am Gewohnten fest. Die Krisenphase, die Coping-Phase hat das Potenzial für ganz viele kreative und innovative Lösungen, aber sie bedarf auch der formellen und informellen Koordination. Insofern ist eine Kompetenz auch hier, dass eine Organisation über etablierte Prozesse verfügt, wie die verschiedenen Lösungen koordiniert werden. Wieder hineingesprungen in die beobachtbaren Resilienzfaktoren unter Corona für die Lehre. Ich wage zu behaupten, dass die schnelle und frühzeitige Akzeptanz der Situation tatsächlich ein Resilienzfaktor war. Ich glaube, dass das an vielen Stellen auch so geschehen ist, aber es hat sich eben auch gezeigt, dass wenn Hochschulen frühzeitig gesagt haben, ja, wir können absehen, der Shutdown kommt und wir bereiten das möglichst jetzt ab sofort vor, dann waren eben auch Lösungen oder Technologien verfügbar, als es dann tatsächlich dazu kam. Ich glaube, dass eine große Ressource für diese kreativen Lösungen, zumindest in diesem ersten Corona-Semester, war, dass es Raum für Experimente und ein Stück weit auch eine positive Fehlerkultur gab, der Krise geschuldet, dass wir alle ein Stück weit bereiter waren zu sagen, ja, wir probieren was und es ist Krise und ja, vielleicht geht's schief, aber das gehört tatsächlich zur Entwicklung von kreativen Lösungen auch dazu, dass man mit der Wahrscheinlichkeit des Schiefgehens arbeitet und sagt, ja, wir probieren jetzt dieses oder jenes digitale didaktische Modell und vielleicht finden die Studierenden es unmöglich und ja, dann haben wir trotzdem unser Bestes gegeben.
Kontinuierliche Koordinations- und Auswertungsprozesse, wie schon gesagt, es braucht Ansatzpunkte wie die Kreativität sozusagen koordiniert und miteinander in Kontakt gebracht wird. Und ich möchte hier als Ressource nochmal hervorheben, dass meiner Meinung nach die zentrale Rolle von Third Space Mitarbeitenden, also Mitarbeitenden aus der Hochschuldidaktik und Mediendidaktik, unglaublich wichtig war. Hochschuldidaktikerinnen, Mediendidaktiker haben koordiniert, vernetzt, unterstützt. Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes sie haben die soziale Ressource schlechthin abgebildet in den letzten Monaten. Und auch tatsächlich sozusagen den sozialen Kitt zwischen den Lehrenden an der Basis und den Entscheidungsträgerinnen hergestellt. Insofern speziell Corona-Resilienzfaktoren für die Lehre. Ja, die zentrale Rolle des Third Space hat sich in dieser krisenhaften Situation gezeigt wie nie zuvor. Ganz kurz, denn die Zeit läuft, Resilienzfaktoren in der Anpassungsphase. Es geht, wie gesagt, in der Anpassungsphase darum, den Wandel durch dauerhafte, die Literatur nennt das Verhaltensänderung, zu verstetigen. Das bedeutet jetzt nicht nur, dass man auf individueller Ebene sein Verhalten ändert, sondern dass die Organisation etwas neu und anders macht. Die Kompetenzen hier sind, dass man in der Lage ist, beziehungsweise es Möglichkeiten gibt, zu reflektieren und daraus Learnings zu extrahieren. Die Kompetenz oder die Resilienz ergibt sich aber durchaus auch, dass man bereit ist und in der Lage ist, organisationale Veränderungen, den sogenannten Second Order Change oder Second Order Learning herbeizuführen. Das heißt, nicht nur zu sagen, ja, wir haben jetzt schön das bisher etablierte ein bisschen digital modelliert, sondern wirklich zu sagen, was lernen wir denn aus dieser Situation, was wir grundsätzlich anders machen können. Also eine Kulturveränderung, einen Kulturwandel herbeizuführen. Und wie bereits bei der Vorstellung des Modells ausgeführt, nochmal, die einflussreichen Personen, also Personen mit Durchsetzungsmacht, die den Wandel unterstützen und den Wandel auch wirklich wollen, sind hier ganz entscheidend. Denn um die Learnings zu verankern, braucht es strategische Entscheidungen und Ressourcenentscheidungen. Und die können tatsächlich nur Personen, die mit der entsprechenden Kompetenz ausgestattet sind, herbeiführen. Ganz konkret für die Corona-Lehre, und ich nenne es hier jetzt potenzielle Resilienzfaktoren, da wir eigentlich an diesem Punkt gerade erst angekommen sind. Potenzielle Resilienzfaktoren können meines Erachtens sein, dass wir einen proaktiven Zugang wählen, dass wir proaktiv die seit März 2020 gemachten Erfahrungen sammeln und systematisieren ja, der Tag der Lehre an der FH St. Pölten 2020 ist genau so ein Moment des Sammelns und Systematisierens. Ich glaube, dass ein großer Resilienzfaktor in dieser Phase sein kann, dafür offen zu sein, auch Grundsätzliches in Frage zu stellen. Ich weiß, das ist manchmal schwer und gerade im traditionverhafteten Hochschulbereich nicht immer beliebt, aber wenn es Learnings geben soll, dann werden diese Learnings nur dann wirkliche Learnings sein, wenn man auch liebgewonnene grundsätzliche Dinge zumindest in Frage stellt und kritisch prüft. Verantwortliche Ressourcenallokation und Stärkung der Verstetigung durch Entscheidungsträgerinnen bin ich jetzt schon mehrfach drauf eingegangen. Muss ich nicht wiederholen, aber dadurch, dass es so oft auf meinen Folien auftaucht, sehen Sie schon, dass es mir für mich ein Punkt ist, der mir am Herzen liegt und von dem ich glaube, dass er einen wichtigen Resilienzfaktor darstellen wird. Gut, zusammengefasst, um die Corona-Krise zu einer fruchtbaren Situation für die digital unterstützte Lehre zu machen, bedarf es meines Erachtens Bewusstsein für diese verschiedenen hier dargestellten Phasen und Anforderungen der Resilienz. Es bedarf auch, dass wir uns klar sind, dass diese Resilienzphasen sowohl auf individueller als auch auf organisationaler Ebene
stattfinden. Denn dieses Modell der drei Phasen und diese Anpassung lässt sich auch, wenn wir mal dem nachspüren, auf jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns übertragen. Und insofern ist es auch ein Modell des individuellen Überstehens der Krise. Und Sie sehen, ich liebe das Thema verantwortungsvolle und durchsetzungswillige Leitungspersonen, die den Prozess in allen Phasen vorantreiben und stützen. Oder wie Stefanie Duschek das sagt, crisis can open windows of opportunities for adaption processes. However, crises alone do not automatically lead to learning and overall change. Organizations often generate new knowledge or lessons learned, but fail to translate this knowledge into new behaviors. In this context, power and responsibility plays an important role. Gut, soweit. Jetzt habe ich Ihnen noch drei weitere Folien mitgebracht mit drei zusätzlichen Aspekten, die mir persönlich am Herzen liegen. Und da wir wie immer schon fortgeschritten in der Zeit sind, versuche ich es ganz kurz zu machen. Ich möchte die Aspekte zumindest ganz kurz anreißen, weil ich glaube, dass sie speziell für die Learnings aus der Corona-Krise im Hochschulbereich, in dem Bereich der Hochschullehre wichtig sind. Der erste zusätzliche Aspekt. Ich glaube, dass Learnings aus der Corona-Situation für die Hochschullehre vor allen Dingen dann nachhaltig und gute Learnings sein werden, wenn an den Auswertungsprozessen die mindestens vier Gruppen von Akteurinnen und Akteuren gehört werden oder beteiligt werden, nämlich Lehrende, Studierende, Leitungspersonen und die schon erwähnten Third Space Professionals. Das lässt sich gut auch in theoretischen Konzepten Akteursbeteiligung in Entwicklungsprozessen für Organisationen verankern. Ich habe hier jetzt einfach für diejenigen, die da sich weiterbilden möchten, mal das Konzept des Capacity Buildings aus dem Sozialbereich aufgeschrieben, die Students as Partners Initiativen der Kolleginnen und Kollegen hauptsächlich in Australien und in den USA oder auch ein brandaktuelles Buch von zwei sehr etablierten Hochschuldidaktikern aus Skandinavien, Higher Education as and for Public Good. Erster wichtiger Aspekt, es bedarf einer Beteiligung aller an der Hochschullehre Beteiligten, wenn wir gute Learnings extrahieren wollen. Das Zweite ist, ich möchte nochmal darauf hinweisen, was ich vorhin schon mehrfach anklingen habe lassen, die Bewältigung von Krisen ist kontingent und das spielt in eine Forschungstradition, mit der ich selbst mich auch gerade in Bezug auf PBL sehr beschäftige, nämlich dass abstrakte Konzepte wie Digitalisierung nicht einfach in eine Hochschule verpflanzt werden können oder auf die Lehre verpflanzt werden können, sondern dass es notwendig ist, im jeweils konkreten lokalen Fall, in der jeweils konkreten lokalen Situation Übersetzungen dieses Konzepts, also Translations, zu vollziehen. Das bedeutet, es bedarf einer Auseinandersetzung damit, was ist denn im konkreten Einzelfall relevant, wichtig, wie interpretieren wir Digitalisierung, welche Akteurinnen und Akteure werden lokal eingebunden und auch, was gilt denn hier für uns im konkreten Fall als Erfolg oder Scheitern. Eine hochspannende Diskussion, die ich hier wirklich nur anreißen möchte, aber ich möchte dazu ermutigen, das ernst zu nehmen. Es gibt nicht in Bezug auf große Konzepte wie Digitalisierung oder andere Ideen. Es gibt nicht die One-Fits-All-Lösung, sondern es bedarf lokaler Auseinandersetzung damit, was es denn im konkreten Einzelfall bedeutet. Das bringt mich zu meinem letzten Aspekt, nämlich die Innovation der Prozesse. Wie gesagt, das ist eine These, die ich hier mal mit Ihnen antesten möchte. Ich glaube generell, dass Hochschulen und ihre Mitglieder, wie wir alle, ein hohes Innovationspotenzial mitbringen. In der Forschung, aber zunehmend auch in der Lehre.
ganz flapsig gesagt, es mangelt nicht an guten Ideen. Aber es mangelt mal, oder ich glaube, wir können besser werden darin, gute und innovative Prozesse zu entwickeln, diese Ideen gemeinsam zu diskutieren, zu reflektieren, gegeneinander abzuwägen und sie so den Organisationsangehörigen und damit der Organisation dauerhaft verfügbar zu machen. Ich schließe vielleicht noch mal als Zusammenfassung mit dem, was ich gestern dem Mitarbeiter der FH St. Pölten aus der Kommunikationsabteilung gesagt hat, der mich zu einem Zitat zu meinem Input gefragt hat. Ich hoffe, dass ich klar machen konnte oder dass meine Argumentation dazu anregt, darüber nachzudenken, dass in der Corona-Krise und unter der Corona-Situation in Hochschulen wirklich Großes geleistet wurde und unglaublich viele spannende Ansätze und Ideen entwickelt. Dass aber auch eine Verstetigung dieser Ideen nicht von alleine passieren wird. Es braucht Bewusstsein, es braucht gute Prozesse und es braucht Miteinander, dass wir wirklich Learnings daraus synthetisieren können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Scholkmann. Hallo, ich bin der Christian Freistleben, auch Fachhochschule St. Pölten, und ich darf jetzt die Diskussionsrunde leiten, die wir für die nächsten circa 15 Minuten haben. Und es sind schon ein paar Sachen gekommen aus dem Chat, die ich jetzt einfach weitergeben machen. Die Sigrun Lehnert fragt, wie sollten die Erfahrungen systematisiert werden? Helfen da wirklich Konzeptpapiere? Spannende Frage. Ich weiß nicht, ob Frau Lehnert so aus der ähnlichen Richtung kommt wie ich. Man hat ja diese Tendenz, dass Konzeptpapiere einen schnell überfordern. Und ich glaube aber tatsächlich, Konzeptpapiere sind ein Werkzeug, um Erkenntnisse festzuhalten. Ich glaube nicht, dass Konzeptpapiere irgendwas besser machen. Ich glaube, dass das Sprechen über Konzeptpapiere Dinge besser macht. Ja. Insofern, ja, Konzeptpapiere sind prima, um Ideen, Ansatzpunkte und Erfahrungen festzuhalten, zu systematisieren. Aber wenn wir lokal etwas draus machen wollen, dann müssen wir uns über diese Konzepte verständigen und wir müssen auch prüfen, was davon passt, denn in unserem konkreten Fall. Genau, dann haben wir noch eine Frage. Vernetzung von Studierenden, Hochschulen, die von Studierenden verschiedener Hochschulen besucht werden. Ist das was, was jetzt durch die Krise vielleicht leichter geht? Ist das das, was jetzt schwieriger geht, weil Mobilität so stark eingeschränkt oder unmöglich ist durch verschiedenste behördliche Auflagen? Ja, spannende Frage. Ich selbst bin jetzt schon länger keine Studierende mehr und kann sozusagen eher aus einer Beobachtungsperspektive sagen. Was mich in Bezug auf Studierende immer wieder fasziniert, ist, dass es einerseits eine Generation ist, die hoch digitalisiert lebt und dass ich sozusagen manchmal das Privileg habe, Einblicke zu gewinnen, wie Studierende die digitale Sphäre auch zur Organisation und Vernetzung nutzen. Und dort, wo ich das mitbekommen habe, also auch ganz Semester-WhatsApp-Gruppen gibt oder Ähnliches, denke ich, eigentlich haben die Studierenden als relativ in die Digitalisierung hineinsozialisierte Generation große Möglichkeiten, sich zeit- und ortsunabhängig zu vernetzen. Und ich kann sozusagen nur dazu auffordern, zu sagen, ja, tun Sie es, ne? Also nutzen Sie, was Sie haben. Und es ist, also wie überall, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Nutzen, was immer man zur Verfügung hat, und auch durchaus an die Hochschule Forderungen stellen, wenn das, was man zur Verfügung hat, nicht ausreicht. Ne? Die Gisela Schutti-Pfeil von der FH Oberösterreich fragt, gibt es Beispiele für innovative Prozesse, um das neue Wissen in der Organisation auch wirklich allen zugänglich zu machen? Ja, klar, die gibt's. Also das ist
Ich scheue mich ein bisschen jetzt so den einen Prozess oder bestimmte Dinge zu nennen, aber wenn man mal so in, ich sage mal ganz grob, in die Ideen der modernen Organisationsentwicklung schaut, da gibt es eine Menge von ja, partizipativen Prozessen wie Zukunftswerkstätten, kollegiale Kreisorganisationen. Ich sehe Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel mit Design Thinking arbeiten, um Ideen einzusammeln und zu verbreiten. Das gesamte Thema der Agilität, was für Hochschulen gerade an manchen Stellen angetestet wird, auch wenn es der Kultur, eine große Kulturveränderung bedeutet. So, ich würde sagen, in die Richtung zu denken, schadet nicht, wenn man über neue Prozesse der Hochschulen nachdenken möchte. Dann haben wir noch mal eine Frage von der Frau Sigrun-Lehnert. Kann man in Patterns oder Paketen denken, um Lehrenden für bestimmte Lehrsituationen ein Vorgehen zu empfehlen? Ja, der Pattern-Ansatz, sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, es macht durchaus Sinn, sich zu überlegen, was sind erprobte Lösungen. Oder ganz flapsig gesagt, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Und wenn ich einfach zum Beispiel, also jetzt wieder Problem-Based Learning, wenn ich weiß, ich unterrichte in einem Format, in dem Kleingruppenarbeit notwendig ist, da gibt es erprobte Lösungen, wie ich eine gute Kleingruppenarbeit aufgleise, begleite und abschließe. Die muss ich nicht jedes Mal in mühevoller Schweiß- und Tränenarbeit neu erfinden. Ja, insofern, ich würde sagen, Patterns sind absolut ein gutes Werkzeug, um, ja, sagen wir mal, kognitiv Overload zu vermeiden und nicht ständig sich dem Druck auszusetzen, das Rad neu erfinden zu müssen. Jawohl. Was ja sehr erfreulicherweise auch betont wurde von Ihnen, ist die wichtige Rolle von Hochschuldidaktik und ihre entsprechende institutionalisierte Absicherung, ja, auch durch entsprechende Ressourcen und Wertschätzung. Mir kommt so vor, dass jetzt Menschen Sachen sagen, die von der Hochschuldidaktik schon seit mindestens 10 Jahren, sagen wir mal vorsichtig, empfohlen oder nahegelegt wird, und jetzt alle sagen, das hätten wir gern gestern, bitte. Wie erleben Sie das? Ja, also ich meine, das ist die Sache mit dem Brennglas, ne? Die Krise hebt plötzlich Dinge hervor, die noch Wochen zuvor nicht relevant schienen. Ne? Und das ist eigentlich also sagen wir so, als Hochschuldidaktikerin war ich zwischendurch in den letzten Wochen und Monaten auch ab und zu ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ja, das sagen wir alles schon ziemlich lange. Auf der anderen Seite müssen wir einfach ehrlich sein und sagen, ja, das ist der Effekt der krisenhaften Situation, dass plötzlich Dinge eine andere Relevanz gewinnen und dass das plötzlich sichtbar wird, wie unglaublich wichtig das ist, einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin über die eigene Lehre zu haben. Und das, was Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker schon lange sagen, nämlich, ja, nutzt uns als Sparringspartner für eure Lehrentwicklung. Plötzlich war es da, ne? Und wirklich über Nacht. Und insofern, meine Tendenz ist eher, mich zu freuen und zu sagen, ja, das brauchte jetzt zwar leider die Corona-Krise, aber immerhin, es wird gerade sehr, sehr deutlich. Und ich hoffe auch, dass sozusagen das organisationale Lernen und die Bedeutung für die organisationale Resilienz einfach allerorten erkannt wird. Dann haben wir nochmal eine Frage von der Sigrun Lehnert. Danke für die spannenden Fragen. Das ist auch eine schöne Frage, mit der wir uns gerade an der FH St. Pölten beschäftigen. Wie viele digitale Tools sollten von einer Hochschule maximal angeboten werden, um die Lehrenden nicht zu verwirren? Und da gibt es ganz unterschiedliche Kategorien von Videokonferenztool, kollaboratives Mindmap-Tool und das wichtige Tool, um Videos zu machen, zum Beispiel. Genau. Also ich finde das schwer, das in absoluten Zahlen zu nennen. Schon allein deshalb, weil Menschen sehr unterschiedlich sind in Bezug darauf, was sie als viel oder wenig empfinden. Ich glaube tatsächlich,
dass die Frage ist, und da nochmal zurück auf diese Erfahrung in Aalborg und das didaktische Konzept, was für uns so handlungsleitend war in den letzten Monaten. Ich glaube, die Hochschule tut gut daran, die Tools, die sie anschafft, zu rechtfertigen, beziehungsweise eine gute Überlegung zugrunde zu legen, wem und wozu dient dieses Tool, didaktisch gesehen oder ne, und sozusagen die Verfügbarkeit der Tools und auch die Verfügbarkeit, also es handelt sich ja durchaus auch um Ressourcen, die unter Umständen begrenzt sind, eine gute Wahl zu treffen, die nicht so sehr nur vom Krisenmodus getrieben ist, dass jeder ruft und wir brauchen noch dies und wir brauchen noch das, sondern sagen, wir treffen eine begründete Auswahl oder versuchen zum Beispiel auch in einer Art von einer Expertengruppe eine begründete Auswahl zu treffen und das auch wirklich gut offen zu legen. Und ja, also sagen wir so, ich sehe zum Beispiel hier in Aalborg im Moment, die Uni hat relativ schnell mehrere verschiedene Tools angeschafft, die diese Gruppenarbeit im PBL-Modus unterstützen. Und wir sehen, oder ich sehe im Moment, dass es so einen Auspendelungsprozess gibt, dass bestimmte Tools sich durchsetzen, während andere jetzt schon fast wieder in Vergessenheit geraten sind. Aber zeigt nicht gerade diese Krise, dass es eigentlich weniger darum geht, die möglichst fantastischen, coolen Tools zu haben, sondern einfach auch zu überlegen, Constructive Alignment und all diese hübschen Dinge, wie wir auch im Chat gelesen haben, seit 50 Jahren darüber diskutieren, sinnvoll zu machen, mein, natürlich, ja, didaktisches Konzept, dann Tools dazu passen und natürlich kompetenzorientierte Ausrichtung und ja, Begleitung von persönlichen Entwicklungen und Lernprozessen, oder? Ja, aber wie gesagt, auch das Constructive Alignment kann als ein didaktisches Rahmenmodell betrachtet werden. Und wenn man sagt, wir wählen Tools so, dass sie die drei Funktionen des Constructive Alignments bedienen, kann das, also ist eine theoretische Überlegung, aber könnte das auch eine Möglichkeit sein? Ne? Ja, dann haben wir noch eine Frage von der Judith Studer aus der Schweiz. Wie viel didaktische Vielfalt in einem Studiengang bedarf es und ist auch, also gibt es ein zu viel an didaktischer Vielfalt? Vermutlich ja, weil es gibt von allem ein zu viel. Aber sagen wir so, ich glaube, was wichtig ist, und da bin ich jetzt sozusagen in der Doppelrolle Hochschuldidaktikerin und selbst Lehrende, ich glaube, man tut als Lehrende gut daran, sich selbst nicht zu überfordern und zu sagen, es ist speziell im Krisenmodus. Ich bürde mir nicht die Last der Welt auf die Schultern und in jeder Seminarsitzung ein didaktisches Feuerwerk abzubrennen. und also ich sage mal so, ich weiß, wovon ich spreche. Also ich habe mich selbst damit auch schon ganz schön überbelastet, weil natürlich als Hochschuldidaktikerin, wenn man selbst grundständige Lehre macht, denkt man auch immer, man müsste alles bieten. Ich habe festgestellt, dass es eigentlich ganz dankbar ist, sich die Formate zu halten, die man selbst gut beherrscht, die einem selbst auch lieben. Die Studierenden sind auch dankbar dafür. Und wenn man jetzt in einem Studiengang wieder, Stichwort kollaboratives Lernen, nicht alleine unterwegs ist, sondern sich die Chance hat, sich mit seinen Kollegen zu verständigen, dann würde ich immer sagen, didaktische Vielfalt ja, aber gut aufeinander abstimmen. Also sprechen Sie mit den Kolleginnen und Kollegen, wie die verschiedenen didaktischen Ansätze zusammenspielen können. Ja. Und dann hat man eigentlich wieder eine sich aus der Sache ergebende Richtlinie, wie breit oder schmal man agiert. Die Judith fragt nach, wie sieht es aus mit dem Spannungsfeld Lehrfreiheit und Wunsch der Studierenden nach möglichst Einheitlichkeit über alle Module? Ja, Lehrfreiheit. Ich selbst bin ganz glücklich, dass ich unter einem Paradigma lehre, wo wir nicht absolute Lehrfreiheit in Bezug auf die didaktischen Tools haben. Ich empfinde es als entspannend, dass wir ein übergeordnetes didaktisches Modell haben.
Was ja, es entbindet einen sozusagen ein Stück weit davon, ständig ein neues Feuerwerk bieten zu müssen. Ich glaube, dass die Studierenden ein Recht darauf haben, Verlässlichkeit und Konsistenz zu erleben. Und da wieder, also ich kann nur dazu einladen, arbeiten Sie mit den Studierenden, arbeiten Sie nicht gegen die Studierenden. Wenn die Studierenden sagen, wir sind ganz happy damit, jede Seminarsitzung ein Think Pair Share zu machen, dann gibt es diesen schönen Spruch, never change a running system. Aber man kann umgekehrt, wenn die Studierenden sagen, wenn wir noch einmal Think Pair Share machen müssen, dann kommen wir nicht mehr. Ja. Weiß ich auch, dass sich mal Variation bieten muss. Ne? Also insofern versuchen Sie es als Co-Konstruktion zu betreiben. Vielen, vielen Dank, Frau Scholkmann, für die inspirierende und motivierende Keynote, die Sie uns damit auf den Weg gegeben haben und ja zeigt, wie es jetzt in die Zukunft weitergehen kann. Weil manchmal spürt es sich nur an, wir stecken noch mittendrin und Krise ist ja manchmal, hat einen Anfang und Ende und das Ende ist jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig sichtbar. Aber durch Ihre Beiträge wird auch deutlich, wo es hingehen kann und was wir da alles mitnehmen und weiterentwickeln können. Alles Gute und bis bald.